gelobt und angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Kennt ihr diesen Gedanken? Am Samstagmorgen um 6 Uhr beten ja eh eigentlich bloß sozusagen fromme Seelen mit, die so auf dem Weg des Glaubens sind. Deshalb sage ich diesen Gedanken jetzt. Kennt ihr diesen Gedanken? Wo bringe ich jetzt noch die Messe unter? Wo finde ich jetzt noch eine Messe, wo ich noch gehen könnte? Nicht, weil ich noch gerne eine zweite hätte, sondern ja, jetzt brauche ich noch eine Messe. Und das ist ja eigentlich manchmal sozusagen ein Stress. Oder das ist ja manchmal so ein Stress. Und warum sage ich das? Weil dann schlussendlich läuft es eigentlich immer irgendwie so darauf hinaus, anstatt die Seele baumeln zu lassen, heißt es ja immer so schön, gell, die Seele baumeln lassen, hören wir auf, in den Ferien zu beten oder im Sommer zu beten, weil wir eigentlich nur Stress haben. Und dann muss ich noch die Messe sozusagen auch noch irgendwie so unterbringen oder will ich unterbringen. Und das ist dann oft so ein Stress. Liebe Freunde, manchmal erscheint es mir wirklich so, dass wir wie immer schauen müssen. Natürlich, die Messe ist als allererstes. Aber das ist dann oft so eine Spannung. Es ist dann Schluss, ich kann mich, glaube ich, ziemlich schlecht ausdrücken jetzt. Aber es ist dann immer so eine Spannung zwischen ich sollte und ich müsste und ich will. Weil wir verwechseln, und das ist eigentlich das Ziel, was ich sagen wollte, jetzt versteht es jeder, wir verwechseln eigentlich dann immer so die Seele baumeln lassen mit Urlaub von Gott oder nicht mehr beten. Und das ist genau das Thema, was wir früher oder später denn machen. Irgendwann haben wir so, sagen wir einfach, jetzt lass es einfach mal laufen. Und anstatt die Seele baumeln zu lassen, beten wir eigentlich auch weniger. Beten wir eigentlich auch weniger oder, ich sage es ein bisschen krass jetzt, machen wir echt Urlaub von Gott? Weil wir halt einfach bloß Stress haben. Sommer, Grillen, eingeladen, Kinder, unterwegs, Urlaub, Flughafen, Pool, alles Mögliche. Und das ist eigentlich sehr schade. Weil es bringt uns schon Erholung, aber es bringt uns auch irgendwo nicht Erholung. Und ich möchte euch das so ganz fest ermutigen. Jetzt haben wir schon fast 4 Wochen Ferien hinter uns. 3 Wochen, es fängt die 4. Woche dann an, der Sommerferien bei uns und in Bayern und in Baden-Württemberg. Da beginnen die Ferien jetzt so. Passen wir da so gut auf, dass wir Gott immer so den ersten Platz geben. Dass wir Gott immer diesen ersten Platz geben. Und dass wir nicht in uns so diesen Stress aufkommen lassen, wo kriege ich jetzt noch eine Messe, jetzt brauche ich nur eine Messe, wo ist eine? Dann müsste ich irgendwo wie sagen, dann muss ich mich entscheiden. Gell? Versteht ihr, wie das ist? Dann musst du dich auf einmal so entscheiden, ist jetzt Gott an erster Stelle oder wer steht jetzt an erster Stelle? Und natürlich gibt es nichts Schöneres als Grillen zum Beispiel. Ist ja logisch, darf man ja auch so. Es ist ja auch gut so. Bloß, das ist auch gut so. Und man darf auch mal sicherlich grillen und sagen, lieber Gott, morgen komme ich wieder. Heute geht es jetzt einfach nicht. Das ist ja sowieso klar, das ist gar kein Thema. Aber wir sind dann eigentlich so, dass wir immer gleich so, wir kommen dann immer gleich in die andere Richtung rüber. Wir kommen immer in die andere Richtung denn gleich. Und das ist wie, müsst ihr gut zuhören jetzt, das ist dann wie,
wie ein... Das zeigt mir, mir persönlich, mir zeigt's, wo stehe ich denn? Wer steht an erster Stelle denn? Weil es ist echt so, gell? Es ist, mit der Zeit geht's denn so, so wie so, ich bin denn, und das sage ich einfach nur, weil es so ist, ich bin auf einmal weg. Ich bin auf einmal weg. Und das wäre eigentlich so weg, einfach natürlich nicht weg, ganz weg sozusagen, aber ich bin auf einmal weg. Und das ist eigentlich dann so schade. Es ist eigentlich dann so schade. Weil Gott doch mein Leben ist. Christus ist mein Leben. Und das möchte ich euch heute so sagen, und das sage ich mir auch. Das sage ich mir auch. Und das ist ein riesengroßer Kampf. Das ist ein riesengroßer Kampf. Und ich sage es eigentlich mir und wollte es euch nur auch so weitergeben, wo ich zu kämpfen habe. Und ich lade euch ein, dass wir wirklich Ferien machen oder auch in die Ferien gehen, aber die Seele baumeln lassen, das wollte ich sagen. Aber nicht aufpassen, gut aufpassen, dass wir dann nicht auf einmal weg sind. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.